Ich möchte mich nur ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Tim Kellner. Einige kennen mich auch aus dem Internet unter dem Namen Tim K. Und ich kann sagen, auch voller Stolz, dass ich mit eurer Hilfe mittlerweile innerhalb der sozialen Netzwerke quasi die größte außerparlamentarische Opposition darstelle mit nunmehr 225.000 Anhängern. Ich möchte euch ganz deutlich sagen, was ich eben schon erwähnt habe, man muss in diesem Land ja aufpassen, was man sagt, und man muss politisch korrekt auch erscheinen, aber ich habe mich davon losgelöst und der Islam gehört nicht zu Deutschland. Ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter, und zwar, für mich gehört nicht nur der Islam nicht zu Deutschland, sondern auch viele Muslime gehören nicht zu Deutschland, weil, ich sage euch das ganz klipp und klar, ich war selber Soldat, ich war 10 Jahre aktiver Polizeibeamter und ich habe dienstlich, privat, als auch im Rahmen des Motorradclubs immer wieder dieselben Erfahrungen machen müssen. Viele junge Männer aus dem islamischen Kulturkreis sind einfach nicht kompatibel. Und mittlerweile muss man sagen, Deutschland befindet sich meines Erachtens nach in einem Kriegszustand. Die Deutschen haben es nur noch nicht bemerkt. Weil was hier passiert, und da kann man nur mal, da braucht man nur mal in die Großstädte zu gucken, wie Berlin, wie Essen, wie Bremen, wo der Rechtsstaat kapituliert von Leuten, die absolut bildungsfern sind, das muss man so sagen, die primitiv sind, die, das muss man auch sagen, zu 90% von unserer Sozialhilfe leben, wo jede dritte Ehe eine Verwandtenehe ist, die wiederum Abläufe hervorruft, für die wir auch wieder zahlen. Und letztendlich in den letzten Jahren ist hier meines Erachtens nach, und das darf ich sagen, auch wenn es vielleicht provokant ist, hier ist eine große Invasionsarmee einmarschiert. Und diese Invasionsarmee, die offiziellen Zahlen sind ja sowieso Blödsinn, diese offizielle Invasionsarmee beträgt fast 2 Millionen Menschen. Davon sind natürlich 90% junge Männer, überwiegend natürlich auch alle aus dem islamischen Kulturkreis. Und ich bringe da immer gerne ein Beispiel. Ich empfinde das so, als wenn wir uns in einer Burg befinden und dort ist ein Burgfräulein, wobei man von diesem Burgfräulein eher von einer blassen Pfarrerstochter aus der Uckermark sprechen muss. Und diese blasse Pfarrerstochter in ihrer Form als Burgfräulein hat wohlweislich, dass da eine riesige Armee auf diese Burg zumarschiert, die Zugbrücke runtergelassen, die Wachen abgezogen von den Zinnen, hat diese riesige Armee einmarschieren lassen, die sich wie Besatzer aufführt, die unsere Frauen angrapscht, unsere Menschen hier absticht und die Leute beiseite schubst. Und jeder, der sich dagegen stellt oder das kritisiert, der wird öffentlich an den Pranger gestellt. Wir sind quasi die Mägde und Knechte. Und ich bin kein Knecht und ich werde niemals auf die Knie gehen. Ich habe eben schon gesagt, die Integration ist meines Erachtens nach gescheitert. Integration funktioniert auch nicht. Und ich meine damit nicht Franzosen, Spanier, Engländer. Ich meine damit, dass die Integration mit Menschen aus dem islamischen Kulturkreis zum größten Teil nicht funktioniert. Und ich werde euch das auch belegen. Und zwar, ich habe mich da, das ist so meine Profession, ich lese sehr viel und was ich nicht selbst erlebe und sehe, das recherchiere ich oder lese das nach, um eben diese Realität mit der Theorie auch abzugleichen. Und ich habe dann immer wieder auch gehört, ja, aber guck doch mal, beispielsweise mit den Türken hat das ja auch funktioniert. Und da muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, weil, entschuldigt, wenn ich das so direkt sage, aber mit den Türken hat das auch nicht funktioniert, weil 50% der Türken, die in diesem Land leben, 50% der Türken, die in diesem Land leben, sind arbeitslos, 50% leben von Sozialleistungen und so. Und
Wenn ich einen Sigmar Gabriel dann auch zitieren darf, der vor kurzem noch gesagt hat, dass die Türken beispielsweise unser Land wieder aufgebaut haben und dieses Land kulturell bereichert haben, da sind ja schon mal zwei Lügen in einem Satz. A, sind die ersten Gastarbeiter im Jahre 1961 gekommen. Da war schon alles wieder aufgebaut, da hatte Deutschland Vollbeschäftigung. Diese Türken sind nur gekommen auf Druck der USA, weil die Türkei damals ein sehr wichtiger NATO-Partner war. Und auf Druck der USA hat Deutschland dann diese Gastarbeiter angenommen. So, und ich möchte nochmal betonen, ich habe gegen keinen einzigen Menschen was. Egal ob schwarz, weiß, Türke, Jude, ist mir vollkommen egal. Ich bin auch kein Hetzer, ich bin auch kein Kritiker. Ich sehe mich als Aufklärer. Und zwar beziehe ich mich auf die aktuellen Fakten, die es gibt. So, und wenn man sieht, dass 75% beispielsweise der Türken in Berlin überhaupt keinen Schulabschluss haben und jede vierte Ehe immer noch eine Verwandten-Ehe ist, da muss man sich dann wirklich fragen, was bringt das letztendlich für unser Land? Und eine letzte Sache, diese Integration, ich habe jetzt nur dieses Beispiel genommen, hat auch gar nichts mit Geld oder Kultur oder Stil zu tun. Denn nehmen wir nur mal ein Beispiel Mesut Özil. So, ein toller Fußballer, Sportler, ist auch hier in Deutschland ausgebildet worden, ist Multimillionär. Und was macht er während unserer Nationalhymne? Er schweigt, und das könnt ihr nachlesen, er betet parallel dazu, Suren aus dem Koran. So, das ist für mich ein ganz klares Beispiel gescheiterte Integration, egal wie reich der Typ ist oder für was er sonst irgendwie einsteht. Jetzt möchte ich noch überleitend sagen, eben kam auch das Thema auf, dass der Islam eine Ideologie ist. Ich sehe das absolut genauso. Und wenn man mal sieht und sich näher mit dieser Ideologie auseinandersetzt, und das empfehle ich jedem von euch, wobei ich jetzt wieder die Brücke schlage, dass gewisse Sachen nicht kompatibel sind. Der Islam, und ist mir übrigens auch komplett egal, ob die jetzt im Anschluss eine Todesfatwa gegen mich aussprechen oder sonst irgendwas, wie schon gesagt, ich sage, was ich denke, der Islam ist für mich eine rückständige Beduinenkultur, die vor 1400 Jahren in Medina von den Propheten gegründet wurde. So. Und wenn ihr euch die Geschichte des Islam anschaut, so, im Gegensatz zum Christentum, zum Buddhismus, ist der Islam eine einzige Ideologie, die auf Eroberung und auf dem Krieg beruht. Nichts anderes ist er. So, und das hat nichts mit Frieden zu tun, zumal auch Islam nicht Frieden bedeutet, sondern im Arabischen Unterwerfung. Und ich sage euch ganz klar, in den nächsten Jahrzehnten, nach den aktuellen Rechnungen, wird die Bundesrepublik Deutschland im Jahre 2050 ein islamisches Land sein. Warum? Weil wir nur noch 1,3 Punkt Kinder haben und sich der islamische Kulturkreis mit 3 bis 5, 6 Kindern fortentwickelt. Das ist letztendlich der Untergang für dieses Land, weil aufgrund der Erfahrungswerte arbeiten viele nicht von diesen Menschen, sie integrieren sich auch nicht, sie sind in unser Sozialsystem eingewandert. Das sind die Fakten. Und ich kann euch eins sagen zum Thema Integration. Und ich berichte da aus meiner dienstlichen Erfahrung, ich habe immer noch sehr, sehr gute Kontakte zu den Sicherheitsbehörden hinter den Kulissen. Schaut euch mal an. Wer beherrscht den Drogenhandel in Deutschland? Wer beherrscht das Rotlicht? Wer beherrscht die Schutzgelderpressung? Und ich sage das auch an diesem Ort, wo ich hier stehe, mit breitem Rücken, ohne dass ich da einen Deutschen mit einem ausländischen Kriminellen aufwiegen möchte. Das ist beides für mich dasselbe Pack. Die deutschen Kriminellen haben bereits kapituliert oder sie kaufen sich die anderen ein. So sieht es aus. Und was noch auf uns zukommen wird in den nächsten Jahren, das können wir uns noch gar nicht vorstellen. Und ich möchte auch nochmal Bezug nehmen, auch wenn ich jetzt springe, auf eine Integrationsbeauftragte Doris Schröder-Köpf, die allen Ernstes gesagt hat,
als eine junge Frau in Burg Wedel abgestochen wurde. Und da frage ich euch, was ist das überhaupt für ein Wesen, was eine Frau nicht nur schlägt, sondern absticht? Wie krank muss sowas sein? Und auch das hat meines Erachtens nach wieder mit einem gewissen Kulturkreis zu tun. Denn dort wird diesen Menschen von klein auf beigebracht, dass die Frau ein Wesen, ein Mensch zweiter Klasse ist. Ganz klar. Selbst der Märtyrergedanke sieht so aus, dass diese Märtyrer im Paradies auf 70 Jungfrauen treffen, die wiederum 70 Huris heißen, die wirklich nochmal haben. Und die können die dann, also ganz deutlich gesagt, rund um die Uhr richtig durchpfeffern, weil die kriegen nie ihre Tage, die werden nie schwanger. Und letztendlich, das zeigt doch das Bild der Frau im Islam. Und diese jungen Menschen, die hier hinkommen, und ich sage es nochmal, die weder über eine Schulbildung verfügen, die weder über eine Ausbildung verfügen, die, das muss man ja so sagen, in Afghanistan vielleicht vor ein paar Wochen noch in ein Erdloch ihr Geschäft verrichtet haben. Die kommen jetzt hier hin, werden mit 5.000 bis 7.000 Euro im Monat natürlich von uns gesponsert und haben von klein auf beigebracht bekommen, dass die Frau letztendlich nichts wert ist. Und auch da beziehe ich mich wieder auf den Fall beispielsweise der getöteten Studentin, der Medizinstudentin. Da, wo dieser gewisse Hussein K. diese Frau vom Fahrrad getreten hat, bestialisch vergewaltigt hat und dann umgebracht hat. Man muss sich das mal vorstellen, dieser Typ, er saß vorher in Griechenland im Gefängnis, weil er dort auch eine junge Frau umbringen wollte. Der hat da, glaube ich, 10, 11 Jahre für gekriegt, ist dann aufgrund einer Amnesie freigelassen worden und ist natürlich ohne Grenzkontrollen hier zu uns hineingereist, weil jeder, der schon 2, 3, 4, 5 sichere Herkunftsländer durchquert hat, ist für mich kein Flüchtling, ist ein Reisender. So. Dieser Typ hat hier seinen falschen Namen angegeben, hat natürlich wieder auf unsere Kosten gelebt und auf dem Weg eben habe ich im Radio noch gehört, dass in Leverkusen jetzt aktuell die nicht erfassten Hunde gezählt werden. Und da habe ich dann gleich wieder so in meinem Kopf eine Rückmeldung bekommen, Moment mal, wir haben hier Hunderttausende von Illegalen in Deutschland, für die interessiert sich diese Regierung überhaupt gar nicht, aber in Leverkusen zählt man jetzt Hunde. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, wie diese Relation überhaupt in diesem Land aussieht. Und Sabine hat es eben auch schon gesagt, vor einigen Jahren sind in Saudi-Arabien und Iran noch Hunderttausende von Hunden getötet worden, weil der Hund auch unrein ist. Ich liebe Tiere über alles, ich habe selbst einen Hund. Und ich kann so viele Punkte letztendlich aufzählen, wo letztendlich belegt wird, dass dieser gesamte Kulturkreis hier nicht hingehört. Und ich sage es euch nochmal. Wer hier hinkommt, wer wirklich politisch verfolgt ist, der soll hier auch Schutz temporär genießen. Wer unsere Gesetze achtet, unsere Kultur, der ist hier herzlich willkommen. Und selbst wenn jemand hier strauchelt und eine gewisse Zeit nicht arbeiten kann, den können wir auch unterstützen. Aber ich komme nochmal darauf zurück. Für mich gehört der Islam nicht zu Deutschland und für mich gehören Millionen von Muslime aufgrund der ganzen Sachen, die ich jetzt aus dem Kontext euch gesagt habe, auch nicht zu Deutschland. Abschließend möchte ich noch sagen, ich will euch ja jetzt hier nicht noch viel länger langweilen, das heutige Motto heißt auch, die Freiheit der Frau ist nicht verhandelbar.